Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Ja, und damit herzlich willkommen zum angekündigten Let's Play Anno 2205. Ich muss sagen, ich hab's mal gespielt, das ist aber schon länger her. Ich habe alle DLCs mit Season Pass, das heißt, es wird einiges zu tun geben. Ihr kennt das Spiel aus Skyrim. Wenn irgendjemand was zu sagen hat, werde ich natürlich meine Klappe halten und die erstmal reden lassen und dann danach meinen Kommentar dazu abgeben. Es wird hier nämlich einiges an Sequenzen geben. So, wenn die mir zwischen hier reinreden, dann vielleicht nicht unbedingt. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Erstellung unserer Firma. Das Anno ist nämlich hier komplett anders als die vorhergegangenen Annos. Funktioniert komplett anders. Man hat eine Firma und die ist nicht eine einzelne, in Anführungszeichen, Zivilisation. Aber wie anders das sein wird, werden wir, denke ich, noch erfahren. Ich verwende einfach mal den Namen, den ich auch beim Skyrim schon verwendet habe. Lubiron, und weil wir eine Firma sind, sind wir eine Incorporation. Danke. So, als nächstes brauchen wir ein Logo. Zum Zwecke der Identifizierung. Ich habe ja gehört, das geht ins Weltraum, in den Weltraum. Deswegen wäre das hier ganz praktisch eigentlich. Cool finde ich, dass so ein paar Logos aus dem alten Anno noch dabei sind. So hier von Eden und Global Trust, wer es gespielt hat. Und auch von den Texts ist das dabei. Das hier kommt mir bekannt vor. Das ist, glaube ich, das Zeichen von Eve gewesen. Ich muss gestehen, ich habe das alte Anno auch lange nicht gespielt. Sind ein paar ganz coole Sachen dabei. Eine Karotte wäre natürlich auch witzig. Ich glaube, ich nehme einfach... Was nehme ich denn? Komm, ich nehme das hier. Wir wollen ins Weltall. Ich finde das cool. So. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Das ist ja schön. Dienst, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Ja, und jetzt ist schon die erste Frage. Welchen Sektor wir denn wählen wollen? Es gibt hier mehrere zur Auswahl. Eigentlich sind alle auch ganz schön. Man sieht hier auch direkt die Schwierigkeit. Ich habe vor, nicht komplett auf schwer zu gehen, sondern eher sowas im Mittelfeldbereich. Das werden wir aber hier gleich beim Schwierigkeitsgrad noch genauer drauf eingehen. So. Walburgbecken habe ich eigentlich immer ganz gerne angefangen. Ist recht einfach. Ich finde die Viridische Bucht gut. Man hat am Anfang recht wenig Platz, weil man hier sehr eingeschränkt ist in seiner Inselwahl, wenn man nicht eins von den beiden Inseln hier oder Sektoren hier wählt. Ich glaube, ich fange hier einfach mal an. Das ist zweite Schwierigkeit. Ich denke, es sollte gehen. Ich will es ja auch nicht direkt übertreiben. Und ich denke, mit tiefen Kobaltvorkommen, mehr Produktionsrate, ist ein ganz netter Bonus. Leider ist das Sektorprojekt da nicht so von Relevanz. Ach ja, und es ist halt ein Strategiespiel-Let's Play, deswegen erwartet ihr nicht, dass ich es übertreibe. Ich werde das ganz ruhig angehen. Ganz entspannt, viel erklären. Ja, ich denke, ich nehme das. Das ist vielleicht nicht die beste Wahl, die man treffen könnte. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. Ja, ja, ist gut. Ah ja, muss gehen so. Fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des so, Vertrags und hier werde ich auf erweiterte Einstellungen gehen. Festklopfen. Ja, ja. Werde ich auf die erweiterten Einstellungen gehen, weil man hier einfach viel mehr Einfluss drauf hat, was man macht. Arbeitskraft. Ich versuche mal alles so im mittleren Bereich zu haben. Warenverbrauch, Mittel. Zufriedenheit. Ah, der Umsatz. Die Zufriedenheit hat auch Einfluss. Ertrag ist auch Mittel. Schwere Bedingungen. Ich mache halt so irgendwas im Mittel. Das finde ich auch ganz gut. Ich könnte die hier auf die Hälfte... Ich habe es immer gerne auf voll, weil ich dann Bauten auch gerne mal korrigieren kann, in Anführungszeichen. Ich glaube, ich lasse es hier auch auf vollständig. Einfach... Ich hatte vor, eine schöne Stadt zu bauen. Und da ist eine vollständige Baukostenrückerstattung recht praktisch. Nicht jetzt, dass ich hier irgendwie mir keine Challenge machen will. Nur...
Naja, ich bin noch nicht so erfahren hier in dem Spiel, dass ich sagen würde, ich stelle jetzt hier alles auf Hardcore. Genau, dieses Gebäude versetzen auch ein. Ich könnte das jetzt ausmachen, wenn ich das hier anhabe, aber ich finde, das ist ein cooles Feature, was mit dem Anno dazugekommen ist. Das sollte man sich nicht selber verbieten. Trag des Lagerhauses, Mittel. Ich mache halt alles so ein bisschen auf Mittel. Wir wollen es ja auch nicht zu einfach machen. Es ist doch nur Papier. Gut, Handelsposten finde ich eh nicht so viel aus. Ja, ich werde es halt gut machen. Die Preise sollten schon nicht zu billig sein. Teuer ist... Ja, ich weiß auch. Ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so in der Hoffnung. Es ist nicht so schlimm. Katastrophen ist jetzt auch mit einem der neueren Patches dazugekommen. Oder Updates, DLCs. Ich glaube, es war mit Frontiers, was die Katastrophen gemacht hat. Ich finde regelmäßig schon ganz gut. Die versteckten Container. Ja, nein. Braucht man nicht. Auftragsbelohnung, Mittel. Häufigkeit normal. Die Zeiten sind Mittel. Ein bisschen Begrenzung muss schon sein. Militärstufenfortschritt normal. Auch wenn es... ich nicht so viel auf Militär gehe. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das hier nicht so gut gelungen. Da finde ich die Angriffe auf deinen Sektor besser als die, die von dir aus ausgehen. Wachstum der Konkurrenten, normal. Anteilseffekte mäßig. Ja, so viel sollen die Anteile nicht wert sein. Es gibt nämlich auch Aktienhandel, auch sehr genial hier, finde ich. Feindliche Invasoren. Ach, Invasionen. Ja, auch regelmäßig. Aber auf der Schwierigkeit. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. Feinde zittern vor eurer Macht. Komm, wir machen mal herausfordernd. Aber dafür lassen wir die zerstörbare Flotte weg. Es ist schon Experte, okay. Wenn man alles auf Mitte macht, kommt man bis Experte hoch. Hätte ich nicht erwartet. Industriemodi. Das ist, schaltet man frei, indem man, genau, Industrie dominiert, indem man den gesamten Aktienmarkt aufgekauft hat. Rechtsklickmenü, freie Kamera und Tutorial brauchen wir nicht. Ich denke, so alles auf Mittel sollte, denke ich, herausfordernd genug sein. Und ich hoffe, es ist nicht zu einfach dadurch jetzt. Herausfordernd. Jeden Tag. Ja, ich hoffe, es geht so. Ich werde nicht zu lästig durch die ganzen Sachen. Das sollte eigentlich gehen. So, an Experte kratzen. Sollte ganz gut sein. Wir starten mal und ich denke, es kommt jetzt wieder Cutscene, deswegen halte ich meine Klappe. Ja, so wollen wir starten. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Viel Platz. Mal sehen, ob er für Ihre Ambitionen ausreicht. Jemand aus dem Ministerium hegt große Hoffnungen für das Gebiet. Ich bin sicher, er wird Sie bitten, in sein neuestes Prestigeprojekt einzusteigen. Aber eins nach dem anderen. Das Protokoll verlangt, dass Sie hier zunächst einen Raumhafen in Betrieb nehmen. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald Sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden Ihre Bauarbeiter eintreffen. Ja, das ist doch schön. Und damit willkommen in der viridischen Bucht. Die Aufgabe hier mit dem Mondlizenzierungsprogramm wird uns durch das ganze Spiel ein wenig leiten. Deswegen klicke ich es jetzt mal weg. Ich hatte eigentlich vor, das hier ein wenig frei zu gestalten, sag ich mal. Ich guck gerade mal, gab es hier nicht... Ein Rechtsklickmenü gab es, aber das konnte man ja irgendwie auch nicht verändern. Muss gerade mal wieder gucken, wie das denn ging mit den... mit den Bauplätzen. Naja. Ist jetzt, denke ich, auch nicht so schlimm. Ich fange einfach mal an. Ich hatte vor, eine Hauptstraße zu bauen. Die sollte ein wenig größer sein. Deswegen mache ich die jetzt 3 breit. Wir können nachher noch was Schönes in die Mitte setzen. Das sieht eigentlich immer ganz gut aus. So. Ich mache erstmal so den Ansatz. Das sollte erstmal reichen. Na komm. Und dann können wir versuchen, hier rundherum unsere ersten Bewohner anzubauen. Das nervt mich gerade ein bisschen, dass ich hier nicht die Fischereien und sowas angezeigt kriege.
zeig's mir mal so an. Ich muss mal gucken nach der Aufnahme, woran das lag, was ich da in den Einstellungen verändern kann. Naja. Wir bauen erstmal reguläre Wohnhäuser. Mit Standardblockvierteln. Wie machen wir das jetzt am besten? Komm, wir fangen mal klein an. Wir können später noch wesentlich größer bauen. Da freue ich mich auf den Feierabend. Ja, nur Feierabend soll ich am freuen, ne? Kannst dich auf Arbeit freuen. Naja, wir bauen mal direkt nicht ein bisschen mehr, denn wir brauchen Biopolymer. Richtig. Jetzt ist die Frage, baut man jetzt eher vorausplanend oder eher aktuell? Ich mag es nicht so, so krumme Straßen hier am Wegesrand zu ziehen, sowas. Deswegen fahre ich hier gerade so eine glatte Straße, falls ihr euch wundert. So, neue Baupläne, weil wir mehr Arbeiter haben. Dann, ja, das setze ich jetzt mal hier hin, in der Hoffnung, das nicht allzu kacke platziert zu haben. Ich weiß jetzt glücklicherweise ein wenig schon, wie die Module, die wir später kommen, aussehen. Und hier haben wir auch einen Warenrechner, der berechnet quasi für uns direkt alles aus, wie viel wir produzieren, wie viel uns fehlt für unsere Anwohner. Ist ganz praktisch, muss ich sagen. Ich finde es aber manchmal dadurch ein bisschen zu einfach, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich noch viel zu wenig. Das werde ich später auf jeden Fall, beziehungsweise ich werde es, glaube ich, jetzt auf jeden Fall schon mal erhöhen. Es passt hier leider nur ein Modul drunter, aber das soll jetzt mal erstmal nicht unsere größte Sorge sein. Hier passt jetzt gar nichts mehr hin, aber naja. Wir brauchen erstmal neue Arbeiter. Und dann machen wir hier einfach ein paar weitere Quartiere hin. Ich hasse es, wenn dieses eine Feld nicht passt. Das ist richtig ätzend bei solchen Spielen. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Bilanz über Wasser halten. Aber ich denke, das sollte kein allzu großes Problem werden. Wir bauen einfach noch das ein oder andere Haus. Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Ja, die kommen. Die haben jetzt Biokost. Wasser sollten wir eigentlich auch bald mal haben. 50 Arbeiter, ja. Ja. Reisfarm, ja. Ihre Bauarbeiter gehören zu den ersten, die bereit sind. Das ist ja super. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Es gefällt mir hier nicht, wie ich das gebaut habe. So leid es mir tut, ich muss direkt schon mal was umbauen. Und zwar so. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Alles gut. Dass wir die Straßen so verlegen. Einfach. Damit wir später die größeren Häuser hier lang platzieren können. Wenn ihr noch nicht wisst, worauf ich hinaus will, dann werdet ihr es später schon noch erfahren. Es gibt halt auf größeren. Es gibt größere Häuser und die sind halt genauso breit wie zwei. Oder vier in einer Reihe. Deswegen baue ich die jetzt mal so. Ah, seltsam. Jetzt sehen wir die Fischplätze auch wieder. Wir nehmen erstmal den hier unten, damit wir den nicht später vergessen. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Fischplatz, ja, Wasserplatz. Irgend sowas. Außerdem, wer hat denn gefragt, ob ich die brauche? Und jetzt ziehen wir einfach eine Straße hier lang, damit wir halt so eine Grundinfrastruktur aufbauen. Und wir bauen Logistikzentren. Einfach, das ist noch eine andere Ressource, in Anführungszeichen, die man hier hat. Logistik, quasi einfach, okay, die verbraucht mehr Energie als erwartet. Einfach, ja, das ist quasi die Transportkosten, die man hat. Und Windkraft ist leider Gottes, die einzige Energiequelle, die wir bisher haben. Und das auch noch ohne Module, ist einfach grottig schlecht. Gibt es Arbeit? Es gibt immer Arbeit. Filmstufe 2, das ist schön. Kriegt man meistens immer Geld und Kontolimit oder weiß ich nicht. Wir gucken mal. Okay, das liegt an den Arbeitskräften, dass wir hier zu wenig haben und wir brauchen Biokost, richtig. Zack, zack. Seid glücklich. Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Nee, noch nicht eigentlich. So, die ziehen jetzt auch hoffentlich mit der Zeit ein, aber ich fürchte, wir brauchen noch mehr.
Meinen Bescheid. Naja. Ich baue einfach noch ein paar Häuser. Was soll's. Man kommt dann im Endeffekt ja doch nicht drum rum. Ich baue die erstmal schön. Wir haben ja Zeit. So machen wir das wie die, dass die hier quasi connected werden können. Sieht dann bestimmt nachher ganz schnieke aus mit der Hauptstraße. Wenn man hier so den Viererblock und dann auf der anderen Seite den Achterblock hat. Könnte was werden, aber unsere größte Stadt soll ja eh nicht hier hinkommen, sondern man sieht das schon auf der Minimap. Was ich auch sehr geil finde, diese riesige Kamera. Eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Wenn ja, toll. Wenn Sie hier errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. Schön. Hier sieht man noch, wir haben richtig viel Platz. Wenn wir hier wirklich alles vollbauen wollen, das wird ein riesiges Bauvorhaben. Und ich hoffe, dass es nicht so ist wie in den anderen Spielen, die ich gespielt habe, dass auf einmal die Motivation weggeht, weil man ein paar andere Quests vollendet hat, etc. Ich denke, wenn wir mit der richtigen Einstellung... Mit der richtigen Einstellung können wir hier echt richtig viel aus diesem Sektor machen, sag ich mal. So, jetzt brauchen wir genug Einwohner. Umso besser, wo Sie jetzt da 5 sind. Können hier rein insgesamt. Ich fürchte, es ist nicht genug. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr und ich will hier eigentlich nicht so viele bauen. Ich will mit den größeren Häusern mehr bauen. Na gut, das geht so nicht. Dann war das schon alles richtig so. Ich sehe auch der Fischplatz. Ich finde das so dämlich, dass man die nicht sieht, wenn man was baut. Hier. Auf einmal verschwindet der Platz. Und dann fragt man sich im Endeffekt, warum kann ich hier nicht hinbauen? Aber gut. Ubisoft-Logik muss man nicht verstehen. Heute ist ein schöner Tag. So, ich hoffe, es reicht jetzt für Informationen. Und auch für neue Steuern. Genau. Und damit können wir unseren ersten... Wie heißt es? Info-Haifan, den 2070 Info-Zentrum. Unser erstes Info-Zentrum kann her. Es gab einen Trick, wie man das gut in die Stadt integrieren konnte. Leider habe ich den vergessen. Ich glaube, man musste es so irgendwie machen oder die Straße hier wegreißen. Das mache ich aber nicht. Ich setze ihn mal hier hin. Auf gut Glück. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Auf gut Glück. Könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Mhm. Interessen. So, was haben meine Angestellten? Naja, ich baue ihn mal... Ich habe mir gerade überlegt, ich denke, es sieht so um einiges schöner aus. Ja, ich bin immer noch auf die Schönheit hinaus. Ich glaube noch dran, dass ich es hinkriegen werde, was Schönes zu bauen. Ich bin da noch sehr optimistisch. Wie machen wir das denn? Machen wir es einfach stumpf so? Ach ja, warum nicht? Wir können hier noch eine... Ups, das war zu weit. Hier noch eine Häuserreihe hin. Gefällt mir nicht. Es ist hier die eine Straße zu groß. Es gefällt mir nicht. Ich muss die Häuser hier austauschen. Dann kann ich das alles einen nach unten verschieben. Die Arbeit scheint mir bis... So, Schönheitskorrekturen können warten. Wir upgraden jetzt erstmal ein paar unserer Häuser. Und zwar die hier und die hier. Damit wir wenigstens mal die ersten Administratoren haben. Sie haben ja, super, ne? Und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Ja, ich weiß. Sind für die erste Hürde mehr als bereit. Supi. So, jetzt das Programm erfordert, die weg. Dass sie ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Ah, das habe ich nicht bedacht. Bislang setzen nur Megacorps wie die Hive so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Natürlich. Mache ich gleich, werte Dame. Denn zuerst müssen wir das zweite Kernbaumaterial produzieren. Kobalt und Nanokeramik. Interessante Baumaterialien, die wir die Menschheit in der Zukunft benutzt. Ich denke, ich hätte mich für Stahl entschieden. Aber gut. Ja, das hat halt wieder auch Module, die ich eigentlich auch ausnutzen will, später noch. Ich hasse diese kleine Startinsel, das nervt. Komm, ich setze es erstmal hier hin. Wir werden sicherlich hier noch... Ne, hier, komm. Hier. Hier. Dann haben wir hier noch Platz für ein Modul. Energienetz überladen. Ja, das Energienetz mag jetzt überladen sein. Das ist nervig. Am Anfang muss man so viele Windkraftwerke bauen. Die dürfen sich auch nicht überschneiden, denn dann sind die ineffizient. Das ist noch ein bisschen kacke, vor allen Dingen, wenn man noch keine Module hat. Aber man muss durch. Führt ja keinen Weg dran vorbei. Energienetz nicht mehr überladen.
Wir sollten Baubots kriegen. Warnung. Menschliche Ressourcen ungenügend. Ja. Menschliche Ressourcen ungenügend. So, passt doch. Das ist auch immer so ein bisschen dumm. Man levelt die auf und verliert erstmal ganz viel Arbeitskraft, weil die irgendwie nicht so viel geben wie die Stufe davor. Das ist ein bisschen mies. Das ist schön, denn dadurch kriegen wir wieder mehr Geld und wir sind gerade leider ziemlich hart im Verlust. Deswegen ist es immer gut, neues Geld zu bekommen. So, einfach ein paar kleine Schönheitsdetails. Warnung. Energiebedarf nicht. Ja, jetzt quatsch mich hier nicht so lange voll. Ich hoffe erstmal gerade, dass die hier wieder einziehen. Aufstehen, arbeiten, nach Hause gehen, das Übliche. Ja, du bist noch nicht gut drauf, ich hab's verstanden. Oh, wir brauchen neue Leute, das ist mies. Wir brauchen neue Leute, aber es will keine Baubots produziert werden. Bevor ich jetzt hier weitermache mit den Bedürfnissen, die haben. Nee, gibt keine Probleme. Versuche ich erstmal. Komm, wir gehen zum Händler, gucken, was der hat. Wir haben ja das Geld. Bei Nick. Es ist mir immer ein Vergnügen, mein zwei Baubots, einmal Biopolymer, denn die produzieren wir noch hoffentlich ganz gut. Jetzt können wir nämlich endlich. Ja, das war alles geplant so. Jetzt können wir nämlich hier unsere kleine Produktion ein wenig umbauen. So, jetzt verlieren wir natürlich wieder an Energie, bla bla bla. Aber wir können das hier durchziehen, das hier lang bauen. Und das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, denn komm, provisorisch bauen wir hier das einmal hin. Es gibt zum Glück seit den neuen Updates, sag ich mal, oder nicht jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so neuen, damals neuen Updates. Ups, das war das Falsche. Die Möglichkeit, Ziergebäude zu bauen, die gar nicht mal so schlecht aussehen. Leider überzeugen mich die Parkplätze noch nicht so. Und ich weiß gerade auch nicht, wie man die durchschalten konnte, das verschiedene Layout. Naja. Oh, man hat es nur nicht gesehen. Gut. Der Anfang der Schönheit. Jetzt ist die Frage, pflanze ich hier Bäume rein oder pflanze ich hier Blumen rein? Sie hier? Tut mir leid, ich bin nur etwas nervös. Ach, brauchst du doch nicht. Parkanlagen. Ist meistens nicht schlecht hier. Ja, ist gut. Glaube ich dir. So, aber man sieht am Geld. Das spare ich mir nochmal für später auf. Ich habe nur die, in Anführungszeichen, ja, die Rille schon mal gebaut. Sie haben die Komponenten für ich bin ein Idiot. Ich bin ein richtiger Idiot. Kabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die sie nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. Das ist ja gut. Immerhin. Ich bin ein Idiot, dass ich das vergessen habe zu produzieren. Tut mir sehr leid. Und dass das perfekt passt, das ist natürlich umso genialer. Also war auch natürlich auch alles geplant. Naja. So, wir bauen jetzt hier am besten möglichst viele Häuser. Denn je mehr, desto besser. Denn die geben uns Steuern und das ist gut. Und die geben uns Arbeitskraft und das ist auch gut. Ja, wir müssen die noch versorgen und wir müssen noch ganz viele davon anwerben. Kann mich nicht beschweren. Und die brauchen mehr Biokost, die brauchen mehr Wasser, die brauchen mehr Leute. Oh Mann, was die nicht alles brauchen, ey. So, Biokost, Wasser. Jetzt brauche ich wieder Geld. Achtung, Unterversorgung mit Bestimmten. Aber wenn ich hier genug Leute habe, dann geht das automatisch auch hoch, weil die produktiver arbeiten. Dann balanciert sich das so alles wieder ein bisschen ein. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ich mit allem ins Positive komme. Und das erstmal halten kann. Aber wenn hier nichts mehr rot ist, außer das hier, dann bin ich erstmal zufrieden. Dann muss ich nur noch hier die Rückstände ein bisschen aufbessern. Das ist so ärgerlich, dass ich so viel hiervon bauen muss, weil ich noch keine Module habe. Jetzt bin ich sogar mit Wasser wieder im Positiven. Jetzt muss ich noch mit den Bio-Kost,
Bioessen ins Positive. Und dann können wir uns so langsam mal dran machen, Vitamindrinks zu produzieren. Leider immer noch ohne Module. Ich finde das richtig ätzend, dass man das nicht von Anfang an hat. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Dann baut man am Anfang ganz viele davon und am Ende kann man sie alle wieder abreißen, weil man es im Endeffekt doch nicht gebraucht hat. Aber gut. Hab ich Anno programmiert. Nee. Ich hoffe, jetzt reichen erstmal zwei Felder, weil hier können noch so viele Module hier dran setzen, die sich dann mit denen überschneiden werden, aber egal. Und das ist zum Glück recht klein. Um die Gesundheit ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen sie zu einem attraktiveren. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich brauche noch mehr. Es war so klar. Komm, provisorisch. Alles provisorisch am Anfang. Bis wir unsere verbesserten Ressourcen haben. Nichts. Energie ist zu wenig, dies ist zu wenig, das ist zu wenig. Komm, wenn wir es schon provisorisch machen, dann richtig. Dann hauen wir jetzt alles irgendwie hin, dass es nicht mehr passt. Warnung. Na toll, wo ist jetzt Energie der Fehler? Nicht länger denkbar. Hier. Es ist ein guter Tag. Ach, Mann. Zack. Zacki, zack. So haben wir das auch. Jo. Brauchen wir noch ein wenig Logistik hier oben. Logistik schadet nie. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Aber Energie hat auch noch nie geschadet. Wir bauen mal hier den Weg zur Brücke. Damit wir ihn haben. Und zwar müssen wir hier ein wenig tricksen, denn die Brücke hat nur einen Einwegübergang. Wir haben ja bekanntlich aber einen dreibreiten Weg. Deswegen erweitern wir den einfach und führen den dann hier vorne zusammen. Like this. Und jetzt haben wir hier wieder Straße gebaut, wo wir Windräder dran bauen können. Natürlich, alles nur provisorisch, das wird, sofern ich dran denke, alles noch schön gebaut. Denn das Spiel hier, muss ich sagen, eignet sich aufgrund der wunderbaren Grafik sehr gut dafür, schön zu bauen. Wir brauchen mehr Administratoren. Wir müssen den Raumhafen anklicken und mit dem Upgrade beginnen. Das heißt, im Endeffekt müssen wir das Biokost produzieren und die aufleveln. Hört sich erstmal nicht allzu schwer an. Mal gucken, wie schwer es sich am Ende doch herausstellt. So, ich mache das jetzt einfach systematisch von hier nach oben. Das muss dann passen. Natürlich haben wir zu wenig Informatik, Information, Mediendings. Jetzt könnte man das doch hier irgendwie wunderbar reinsetzen. Wenn man diese großen Häuser hat. Bauen wir die erstmal um. Alles natürlich nur provisorisch. Keine Sorge. So, da wird ein Haus hinpassen, da wird ein Haus hinpassen. Und wenn wir es so machen, passt dann hier perfekt eine Straße drum. Ich bin mir sehr sicher, dass es hierfür eine optimalere Lösung gibt. Aber so lasse ich es jetzt erstmal. Ja, das gefällt mir hier noch nicht. Da kommt eine Grünanlage hin. Wir haben ja das Geld, ne? Naja, so halb. Jetzt müssen wir die Leute wieder aufleveln. Und dann müssen die einziehen. So, gemäßigte Waren ist bisher alles dabei. Administratoren müssen noch einziehen. Den Block noch. Ach, können wir noch mehr machen? Also, wie ist die Lage? Was fehlt? Biopolymer. Also mangels am Baumaterial. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, deswegen warten wir mal. So, wir haben gewartet. Ach, da haben wir 10 Biopolymer bekommen. Mensch, ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Och, das ging jetzt auf einmal recht schnell. Komm, wir klicken schon mal auf den Raumhafen. Boah, Quest erledigt. Wir sind so gut. Auch eine Neuheit, hier kann man nicht speichern. Das heißt, alles wird automatisch gespeichert und in die Ubisoft Cloud gepackt. Außer man ist offline und speichert das auf dem PC. Ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt einige Tricks, die man im alten Anno, sag ich mal, machen konnte durch Speichern. Aber es ist, glaube ich, besser so. Wenn man pleite geht, ist man dann nämlich zu Ende. Beginnen Sie mit dem Bau des Lifts, sobald alle anderen Voraussetzungen erfüllt. Mach ich. Mein Mitarbeiter John Rafferty ist mit der Lieferung des speziellen Materials schon hierher. So. Dann gucken wir uns jetzt mal den nächsten Clip an. Ja, Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Was zum? Roter Alarm. Wir werden angegriffen. Roter Alarm. Verdammt. Die Fracht. Schützt das Schiff. Menschen der Erde. Dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Die Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. Doch das ist vorbei. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Wir sind die Orbital Watch. Der Mond ist frei. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen, haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Vorbereitungen für Raumhafen Upgrade abgeschlossen. Da wurde offenbar unsere Lieferung überfallen. Das können wir nicht in den Raumlift bauen. Lieferung Graphen, was wir hierfür brauchen. Und jetzt sollen wir uns das zurückerobern. Das aber in der nächsten Folge. Sag nicht, du kneifst. Nein, ich mach das gleich. Alles gut. Das aber dann in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich habe mir gedacht, so eine halbe Stunde Folgen sollten eigentlich klar gehen. Und ja, dann sieht man sich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja, kann ich nicht mehr reden. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.